Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, nachdem wir letztes Mal unseren lieben Dinosaurier-Typen besucht haben, gehen wir heute da böse Geist vom Ring mal an. Ich weiß nicht, wer es sein könnte. Später in der Nacht ging das Team nach unten, zum Abendessen, als sie von der Highschool-Freund Bakuda besucht wurden. Als sie sich am Lagerfeuer unterhielten, kam das Gespräch bald zum Duellieren. Lass uns jetzt mal einen Zweikampf haben. Nicht für Sternchips, aber zum Spaß. Ich bin dabei. Nach all diesen Sternchips wäre es schön, ein Duell ohne Bedingungen zu haben. Genau, ich glaube, ein normales, altes Duell klingt nach einer guten Idee. Bevor wir anfangen, gibt es noch etwas, das ich gerne mitteilen möchte. Und vor allem mit dir, Yui. Nein, das kann nicht sein. Ein Millenniumsgegenstand? Ja, und die Magie von meinem Millenniumsring wird uns ins Schattenreich bringen. Warum tust du das, Bakuda? Du hast etwa, was ich haben will. Und ich ziele danach. Bakuda, von einem unbekannten Geist besessen, benutzt die Kraft seines Millenniumringes, um seinen Freunden Seelen wegzuschießen. Ach genau, so war das. Die Seelen wurden weggesperrt und jetzt nach unzähligen Jahrhunderten des Wartens gehört mir das Legende Millennium Puzzle. Ach du Scheiße, wie kann ich heute reden? Eine kleine Ausrede für mich, es ist 0.45 Uhr. Genau, als Bakuda versuchte das Millennium Puzzle zu packen, fing es an zu glühen. Der Geist im Puzzle erwachte und manifestierte sich in Yui. Nein, das kann nicht sein. Du willst mein Millennium-Puzzle? Dann wirst du mich dafür duellieren müssen. Aber wenn ich gewinne, wirst du meine Freunde freigeben und sendest uns alle zurück. Ich bin mit deinem lächerlichen Bedingungen eng verstanden, Yui. Aber ich verspreche dir, es steht noch mehr auf dem Spiel, als du verstehst. Und das ist ein Schattenspiel, das du nicht gewinnen kannst. Und wir haben das Gefühl, wir verlieren nur noch. Ach, nicht schon wieder. Wir haben einfach ein Deck, wo man überhaupt nichts mehr... Wir ziehen überhaupt nichts mehr ordentlich. Alter. Wenn ein oder mehrere Monster... Oh, jetzt müssen wir uns mal durchlesen. Biete ein Monsters Tribut an, annulliere die Beschwörung und falls du dies tust, zerstöre die Monster. Okay. Wow, das sind Karten, die tun ja jetzt schon weh. So, ich habe jetzt so gut wie alle Karten gelegt. Ich gehe mal in die Endphase rein, also mehr kann ich auch nicht machen. So, nachdem wir jetzt gerade unsere Karten abwerfen mussten, muss ich mal gucken, wie ich jetzt neu... Oh, wir haben eine dunkle Magier. Was hat denn der jetzt hier? Jedes Mal, wenn ein Monster auf den Friedhof deines Gegners gelegt wird, ja, als ob. Oh, und ich beende meinen Part. Ja, ich beende. Ja, wir nehmen die Flip-Beschwörung, weil ich möchte nicht meine Karten jetzt hier zerstören alle. Ich muss eine von den Karten hier opfern. Oh, das tut ja weh. Das tut ja weh. Jedenfalls wird die Karte zerstört und... Ah, ja, wir kriegen Schaden. Das tut weh. Ach ja, du mit seinem... Jetzt hat er zwei oder was? Alter. Es wird ja richtig hart, die Runde. Das wird eine richtig harte Runde, das sehe ich doch jetzt schon. Irgendwas hat er auch vor. Ich weiß nur noch nicht was. Die Sache ist, lege ich jetzt am besten den dunklen Magier jetzt schon hin oder nicht? Ich würde einfach mal sagen, wir probieren mal was. Wir beschwören einfach mal diese Karte hier und greifen mal sein Monsterchen hier an drüben. Weil ich denke schon, dass er irgendeine Karte hat, die hier den Angriff annulliert oder auch nicht. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, oh, da könnte man nächste Runde die Magier schicken. 1100. Nein! Ich wollte die Karte aktivieren. Scheiße, 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 scheiße. Nein! Oh, fucking!
Ich wollte doch... Oh, ich wollte aktivieren. Ich wollte nicht auf Nein gehen. Scheiße. Oh, fuck. Ey, ich krieg grad so hart hier auf den Arsch. Ich krieg noch niemand eine gute Karte. Komm, wir aktivieren den Effekt hier. Können drei Karten ziehen. Legen zwei hier ab. Wir brauchen den hier nicht. Und wir brauchen... Wir legen die Fusionskarte weg. Sonst kriege ich Schaden. Und wir kriegen sowieso schon. Und wir beschwören unsere wunderschöne Karte hier. Wir kriegen natürlich zwei Attribut. Kriegen natürlich jetzt extrem viel Schaden. Und jetzt kommen wir nochmal hier. Aber können damit angreifen. Oh, ist das endlich mal geil. Endlich kann ich mal Schaden zufügen. Das mit dem dunklen Magier. Der dunkle Magier war auch so eine... hat er auch noch so eine bestimmte Bedeutung, glaube ich, für Yugi gehabt. So, und ich bin mein Zug. Das ist natürlich die Sache, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir beschwören jetzt einfach die und können jetzt nach und nach angreifen. Weil wir müssen einfach mal Schaden machen. Das ist die Sache. Ich habe irgendwie im Gefühl, da ist noch irgendeine Karte. Ist irgendwas Negatives noch bei Bakuda. Weil Bakuda war ja, ey, ist eigentlich so ein ganz ruhiger gewesen. Aber mit der Yami Bakuda, der war nicht gerade der perfekte, den man so sich wünschen könnte. So, wir könnten Wiedergeburt machen. Als Spezialbeschwörung aktivieren wir sofort. Liebend, liebend gerne. So, und die Leute unter euch wissen eigentlich schon, welche Karte ich mir hole. Ist natürlich... Der schwarze Magier im Angriffsmodus. So, dann können wir nämlich einmal in die Battlephase gehen. Können einmal mit dem schwarzen Magier so angreifen. Der hat natürlich einen Effekt, das habe ich gesehen. Ich habe aber nicht durchgelesen, welchen. Ich will nicht, dass meine Karte zerstört wird, dann bin ich am Arsch. Nein, gut. Dann greifen wir mit dieser Karte die hier an. Oh, Defense 1000. Nicht schön, aber okay. Greifen wir nochmal mit dem schwarzen Magier an. Warum auch nicht? Können wir ja mal machen. Wir sind ja stark genug. Vor allem, ich frage mich gerade, wenn die Nachbarn jetzt gerade auch munter werden, was die sich denken. So, ist der da verrückt? Redet mit sich selber? Eine verdeckte Karte, mehr nicht. Also, wir beschwören jetzt einfach mal hier unseren Flammenmanipulator. Gehen in die Battlephase und hoffen mal, dass der genug Schaden macht. Oder gehen wir lieber schon auf den... Na, wir greifen mit dem an. Defense wunderschön. Und können jetzt nach und nach ihn fertig machen. Und wir machen ihn fast komplett fertig. Ich habe gedacht, das wird noch schwieriger gegen Yami, Yugi. Aber anscheinend... Gibt es eine bestimmte Anzahl, die man angreifen kann? Ist mir jetzt zwar neu, aber okay. Aber trotzdem, er hat verloren. Oder auch nicht? Das ist jetzt die Frage. Er hat eine Karte hingelegt. Ah! Was war denn das jetzt bitte? Für jedes Mal... Oh! Glückliche Fee! Oh, süß! Na, wir gehen gleich in die Battlephase rein. Oh! Oh! Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber da können wir ruhig... Oh nein! Oh! Alter, was soll denn das? Da kann er aufhören, das tut weh. So, wir greifen natürlich dann damit an. Gar ist kein Problem. Hätte ich aber auch vorher machen können. Dann mit dem Tausender noch so angreifen, dann wäre er futsch gewesen. Bin ich bescheuert? Aber er ist sowieso futsch. Direkter Angriff. Du bist in Ordnung, Baku, oder? Jetzt bin ich's, dank dir. Wo hast du denn deinen Millennium-Ring herbekommen? Mein Vater fand's auf seiner Reise. Er sagte, es ist aus dem antiken Ägypten. Er war am Shoppen und auf einem Bazar, als ihm der Millennium-Ring ins Auge fiel. Der Mann, der den Ring an meinem Vater verkaufte, sagte etwas mit Duel Monster zu tun. Aber das macht nie Sinn für mich. Das Kartenspiel neu ist und der Ring eindeutig alt. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er sagte, er fühlte, dass ich damit dazu bestimmt war, ihn zu haben. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, dass er dafür bestimmt war.
So, Panikangriff werden wir wohl nächstes Mal machen. Ich bin gespannt, wer uns da mal erwartet. Ich weiß jetzt nämlich persönlich wirklich nicht, wer da ist. Und ich würde sagen, wir müssen im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, wir kommen zurück. Nee, es wird Zeit für ein Duell.